bin's. Zeig mir, was du für mich hast. Lockery will sich die hübschesten Maden aus dem besten Brothaus polen, stimmt's? Was redest du? Wo sind meine Fläschchen? Wir haben Besseres als Fläschchen, besser als Träume, besser als Schlaf. Eine Nummer. Eine Zahl? Eine, für die die Herren ihm dankbar sein werden. Näher, damit wir ihm sagen können, was wir wissen über den Spion des Kerzenmanns und wer ihn ermordet hat. Wie ich das Horn hasse. Da kommen sie. Welcher ist es? Der Dicke. Du, Nummer. Meine. Deine Nummer! 10, 60, 92, 21. Das ist der Richtige. Du kommst mit uns. Warum? Kraschnik hat nichts Falsches getan. Wir schwören's. Wir haben nur ein paar Fragen. Nichts Besonderes. Für den Vogelturm. Und zweitens. Hoch. Auf den Vogelturm. Zur Richtkammer, wo wir auf wen warten. Die Kraschnik. Und dann. Durch den Abfluss und zur Brücke. Aber was, wenn der Kraschnik nicht mit will? Kerzenmann bewahrt alle Schlüssel in seiner Kammer auf. In letzter Zeit oft hier. Was genau will Vater von dir? Namen. Nun, an meinen sollte er sich erinnern. Aber man weiß ja nie. Du kommst frei. Wir bleiben nicht lange. Hat er schon nach dir gerufen? Gollum hat eine Menge Dinge zu tun. Der Vogel ist wild, er braucht eine feste Hand. Sei nie zu sanft mit Tieren. Oder Sklaven. Vielleicht möchte der Herr jetzt ein Buch in seiner Bibliothek lesen. Hübsche Bibliothek voller Bücher. Oder er will Nadeln gegen den Schmerz. Hast du noch mehr Namen für mich? Ich habe dich nicht rufen lassen. Ach, keine Namen, Herr. Guter Herr. Wir wollen nur helfen. Ich will nur helfen. Wie oft muss ich es dir noch sagen?
Sei still! Du kannst gehen. Alles, was ich heute brauche, ist Einsamkeit und Seelenfrieden. Er muss weggehen. Weg vom Vogel. Aber wie machen wir das? Seine hässliche Tochter vielleicht. Die beiden streiten sich gerne. Du schon wieder, Wurm. Warum suchst du dir nicht endlich einen Platz zum Sterben? Ja, Schatz. Lassen wir nette Frau in Ruhe und sagen nichts. Nun gut. Was will Vater dieses Mal? Gollum weiß es nicht. Er ist ein Wurm. Tochter muss selbst mit Herrn sprechen. Und wieso sollte ich? Manchmal werden Väter misstrauisch, wenn Töchter Dinge hinter ihrem Rücken tun. Was hat er gesagt? Haben Würmer Ohren? Nein, dieser Wurm muss jetzt gehen und sich Platz zum Sterben suchen. Nein, du wartest hier. Ich habe später ein paar Fragen an dich. Das sollte ihn eine Weile beschäftigen. Vogel, der Vogel muss uns die Schlüssel holen. So elegante Vorhänge, Vater. Ihr hattet immer schon einen guten Geschmack. Oder hat Mutter sie ausgesucht? Sprich nicht von ihr. So, alter Stoff. Du musst Geduld haben. Hab Vertrauen in mich. Ich werde alles wieder gut machen. Seht euch diese Muster an. Sie schreien von Schuld und Reue. Mutter war eine Verräterin, nicht wahr? Was sagt das über dich? Komm her, Kleiner. Ganz leise. Ich mache mir Sorgen um euch, Vater. Sorgen? Hört nicht auf mich. Nein, rede ruhig weiter. Du hast gestern Schnarrer besucht. Ich kann meine neue Freunde finden. Warum kannst du mir nicht einfach kommen? Komm her, Kleiner. Ganz leise. Kleiner! Komm her, Kleiner. Ganz leise. Kleiner. Versuch's nicht.
Hilfe! Wo willst du hin? Herr will, dass wir unseren Vogel weiter abrichten. Das ist doch besser so. Der da ist wild, aber die Schwarzen lernen schnell.
Licht retten. Yeah.